Ganz allein, allein auf ihrer Stube sitzt ein Mädel und schreibt einen Brief. Und in ihrem Bett, da liegt ein Bube, der ganz ruhig war, weil er schon schlief. Warum hat er die Unschuld ihr genommen? Warum hat sie sich damals nicht geniert? Dann wäre es niemals nicht so weit gekommen. Ja, ja, dann wär das alles, alles nicht passiert. Nun steht sie da, ja, da mit einem Kind. Einem Kind. Von dem sie beide nicht begeistert sind. Nun steht sie da, ja da mit einem Kind. Einem Kind. Von dem sie beide nicht begeistert sind. Begeistert sind. Und sie schrieb ihm wegen Alimente, die man ihr einst zugesprochen hat. Ob er die nicht mal bezahlen könnte, weil das Kind doch so viel Wünsche hat. Warum hat er die Unschuld ihr genommen? Warum hat sie sich damals nicht geniert? Dann wäre es niemals nicht so weit gekommen. Ja, ja, dann wär das alles, alles nicht passiert. Nun steht sie da, ja, da mit einem Kind. Einem Kind. Von dem sie beide nicht begeistert sind. Begeistert sind. Nun steht sie da, ja, da mit einem Kind. Einem Kind. Von dem sie beide nicht begeistert sind. Begeistert sind. Die Moral, Moral von der Geschichte. Passt gut auf, damit's euch nicht so geht. Denn gefährlich sind die süßen Früchte, wenn man von der Sache nichts versteht. Warum hat er die Unschuld ihr genommen? Warum hat sie sich damals nicht geniert? Dann wäre es niemals nicht so weit gekommen. Ja, ja, dann wär das alles, alles nicht passiert. Nun steht sie da, ja, da mit einem Kind. Einem Kind. Von dem sie beide nicht begeistert sind. Begeistert sind. Nun steht sie da, ja da mit einem Kind. Einem Kind. Von dem sie beide nicht begeistert sind. Von dem sie beide nicht begeistert sind.